Setzt euch einfach soweit bequem hin. Ich arbeite gerade in der Feldenkrais-Ausbildung und die Studenten bereiten sich auf ihr Praktikum vor, weil die ab nächsten Winter, Frühjahr selber Gruppenstunden unterrichten dürfen. Und da kommen jetzt relativ viele didaktische Themen auf. Also so Fragen wie, wo ist der Unterschied zwischen Hilfestellung und Korrektur? Oder was mache ich, wenn die Leute Fehler machen? Oder was mache ich, wenn die Leute sich zu sehr anstrengen? Oder was hat es überhaupt mit diesem Reduzieren Sie Ihre Anstrengung zu tun? Und die Antwort ist eigentlich immer, es sind alles gute Fragen und es ist auch alles wichtig, aber im Grunde geht es darum nicht. Was wir machen und was wir brauchen, ist, wir suchen einen Zugang zu unserem Gehirn. Das ist das komplexeste Gebilde, das im Augenblick im Universum bekannt ist. Und das Nervensystem ist eigentlich hervorragend in der Lage, sich selbst zu regulieren, wenn wir es nicht daran hindern. Und ich wollte in dieser Stunde mal ausprobieren, wie wenig Anstrengung man braucht, wie wenig das mit richtig machen oder irgendwas zu tun hat, wie wenig es eigentlich überhaupt mit Bewegung zu tun hat, wie ihr euch fühlt. Obwohl wir den ganzen Tag Bewegung machen werden. Aber legt euch einmal hin. Fangt an, euch selbst wahrzunehmen. Und zwar jetzt nicht unbedingt so in einem Feldenkrais-spezifischen Ding. Ein paar von euch sind ja schon länger dabei. Sondern was ist so das Erste, was hochkommt? Kann die Wahrnehmung meiner Stimme sein oder die alten Bekannten, die Schulter, die immer wehtut, der Rücken. Eine Erwartungshaltung, die hier vielleicht anders ist als sonst. Okay, dann merkt euch diesen Zustand einfach mal und wir schauen am Ende der Stunde nochmal genauso drüber, ob sich da was verändert hat und wohin. Und beobachtet als letztes noch eure Gedanken auch, eure Geschwindigkeit im Denken. Eure Bereitschaft zu reagieren, wenn jetzt irgendwas käme. Und dann setzt euch noch einmal kurz auf. Irgendwie. Und haltet eine Hand vor euch, als wolltet ihr auf die Uhr gucken. Also ihr schaut auf das Handgelenk, die Hand kann hängen. Ja, genau, ist relativ wichtig. Der Daumen ist so ein bisschen gegenüber den anderen Fingern. Das heißt, es hängt nicht in diesem Affengriff. Okay, und hier fangt einmal an, alle Fingerspitzen zusammenzukommen. Ja, als wollten sich alle Fingerspitzen berühren. Und ihr könntet es euch vorstellen, wie so ein Körbchen für ein kleines Ei. Hand hängt, genau, die Hand hängt. Nochmal öffnen, schließen ein paar Mal. Jetzt wolltet ihr mit allen Fingern so einen winzigen Krümel fassen und macht es mit relativ wenig Anstrengung. Es geht nur darum, die Richtung zu finden. Ja? Keine Krallen, hängen lassen. Hängen lassen das Handgelenk. Ja. Und dann macht die Finger ein kleines bisschen auf und stellt die Hand auf den Boden und lasst sie auseinanderrutschen, die Finger. So ein bisschen wie so ein Spiegelei, das sich ausbreitet in der Pfanne. Nur immer wieder dieses bisschen anheben, Fingerspitzen zusammen, auf den Boden stellen und weit werden. Und eure Finger werden weitgehend durch die Bewegung des Handgelenks mitbewegt. Ja,
der Boden streckt sie. Die müssen sich nicht aktiv strecken. Die Finger so weit auseinander, dass sie durch das Gewicht der Hand dann auseinanderrutschen, bis die Handfläche flach auf den Boden kommt. Je nachdem, wie ihr sitzt. Und dann lasst es alles sein, legt euch auf den Rücken, macht eine Pause. Das ist unsere Bewegung für die Stunde. Legt euch bitte auf den Bauch. Beide Hände nach oben, irgendwo vor der Stirn. Und dreht den Kopf zu einer Seite. Muss nicht ganz auf dem Ohr liegen, reicht auch so knapp auf der Nase. Das ist eure Lieblingsseite jetzt. Die Seite, die ihr spontan gewählt habt. Und versuchen mal rauszufinden, was das zu eurer Lieblingsseite macht. Beobachtet zum Beispiel mal den Abstand zwischen eurem Kinn und der Schulter in der Richtung, in die ihr schaut. Und die Auflagefläche, Gesicht gegen Boden, ob das Gewicht mehr gegen Stirn geht, mehr gegen Kinn. Könnt mal versuchen, den Kopf ein bisschen hin und her zu rollen oder so kleine Kreise um die Auflagefläche zu machen. Einfach nur schauen, wie er da beweglich ist. Über die Schläfe, Stirn Richtung Kinn. Und dann nehmt den Kopf auf die andere Seite. Ihr könnt es ganz, ganz langsam machen. Und beobachtet mal nur hier die Unterschiede. Wie ist da der Abstand zwischen Kinn und Schulter? Und lässt sich das ein bisschen bequemer machen, wenn ihr mit diesem Abstand ein bisschen spielt? Geht nochmal zurück auf eure erste spontan gewählte Seite, nur zum Vergleich. Es kann sein, dass für euch der größte Unterschied ganz woanders ist. Irgendwo im Bereich der unteren Rippen oder wenn ihr das Becken mal ein kleines bisschen hin und her rollt, rechts, links. Vielleicht hat das noch was damit zu tun, wie euer Kopf besser liegt. Dann geht nochmal auf die andere Seite und probiert da Bewegung mit dem Kopf, Bewegung mit dem Becken und alles wirklich nur mit der Intention, es euch bequemer zu machen.
Es ist zum Beispiel gut möglich, dass auf der Seite, wo es für euch nicht ganz so einfach ist, jetzt die Schulter höher liegt, weiter weg vom Boden. Und dann lasst es alles sein, macht eine Pause. Ihr könnt sie auf dem Bauch machen, wenn ihr möchtet. Okay, dreht den Kopf nochmal auf eure Lieblingsseite und es ist für die meisten leichter, wenn ihr den hinteren Arm nach unten nehmt, also den Arm, den ihr nicht anschaut, nach unten nehmt und wer möchte, es geht wirklich darum, euch die Position jetzt bequem zu machen. Wer möchte, kann anfangen, das Becken ein bisschen nach hinten zu rollen. Das Bein zieht sich dann automatisch an. Ja, probiert es ein paar Mal vor und zurück. Genau. Wer bequem liegen kann, kann die Beine auch gerne lang liegen lassen, die Arme gerne oben lassen. Im Augenblick ist es, wie gesagt, wichtig, dass ihr euch da gut fühlt. Und dann fangt an, mit der Hand, die jetzt vor eurem Gesicht ist, diese Bewegungen mit den Fingern zu machen. Sprich, ihr müsst wahrscheinlich den Ellbogen dabei heben, dass das Handgelenk noch immer weitgehend hängen kann. Es ist wie ein kleiner Tintenfisch. Ihr könnt den Ellbogen zwischendurch auch ablegen. Kommt mal ins Fühlen. Das ist ein Bereich, wo ihr unheimlich viele Tastsinneszellen habt. Wenn ihr ein Gefühl der Anstrengung, Anspannung irgendwo entwickelt, könnt ihr euch jederzeit ein bisschen mehr, noch mehr Richtung Seite drehen. Dann wird es leichter und macht es euch leichter. Und beobachtet mal, wie ihr diese Bewegung mit eurem Atem koordiniert. Nur beobachten. Macht weiter und beobachtet.
Dann lasst es sein und macht eine Pause. Pause, wie ihr wollt. Wir machen nachher in der Position weiter. Egal wie ihr liegt, beobachtet mal alles, was ihr von euren Atemräumen wahrnehmen könnt. Alles, wo ihr euch als mit Luft gefüllt wahrnehmt. Das sind die Nasenlöcher, Rachen, aber auch der Gaumen. Die Luftröhre und Bronchien. Und die Lunge. Das Ganze hat einen Rhythmus. Es hat was Anschwellendes und Abschwellendes. Ein bisschen wie eine große Welle. Kommt nochmal in die gleiche Ausgangsposition, Kopf nach der Seite gedreht, die für euch angenehmer ist. Beine hochgezogen oder auch nicht. Halb auf der Seite oder auch nicht. Und nehmt den Rhythmus eures Atems hier nochmal in dieser Position wahr. Und dann fangt an, die Bewegung der Hand wieder aufzunehmen und in diesen Rhythmus einzupassen. Also sprich, jedes Mal, wenn ihr die Hand hebt, atmet ihr ein oder aus, was ist egal. Wenn ihr sie senkt, atmet ihr ein oder aus. Wieder ein bisschen vom Boden abheben. Millimeter reicht schon. Hände ein bisschen öffnen, dass sie sinken können. Und alle Atemräume weit. Und wie immer ihr das koordiniert, einatmen beim Handheben oder ausatmen, wechselt mal den Rhythmus. Wer bisher eingeatmet hat, atmet aus. Wer bisher ausgeatmet hat, atmet ein, wenn er die Hand hebt.
Und es kommt nur darauf an, dass die Atemräume genauso weit bleiben und die Finger genauso empfindsam. Und dann macht noch ein paar Bewegungen mit der Hand, egal wie ihr atmet. Wenn die Hand angestrengt ist, macht eine Pause. Und dann macht alle eine Pause. Kommt nochmal in die gleiche Ausgangsposition. Und wenn ihr irgendwo ein Gefühl der Anstrengung habt, ist es besser, die Position ein bisschen zu wechseln, ein bisschen weiter auf die Seite zu gehen oder die Bewegung in der Vorstellung zu machen. Aber dafür die Atmung nicht zu stören. Das sind Sachen, die man von außen nicht unbedingt sehen kann. Der Maßstab ist euer Wohlbefinden. Okay, nehmt nochmal diese Handbewegung auf. Und zieht eure Beine mal seitlich hoch. Auch diejenigen, die es bisher nicht gemacht haben. Genau. Ein Bein reicht, sorry. Okay, und jedes Mal, wenn ihr die Hand hebt, zieht ihr das Knie ein kleines bisschen zu euch her. Und es muss gar keine große Bewegung sein, es muss vielleicht noch nicht mal eine Bewegung sein, aber das Gefühl, dass euer ganzer Körper letztendlich wie eine Einatmung, so ein ihr müsst es nicht mit dem Atem machen, aber macht es mit dem Körper. Und das ist wieder wie ein Puls. Ohne große Anstrengung. Das ist so ein Tintenfisch, der schwebt im Wasser. Und konzentriert euch mal weniger auf die Bewegung, mehr auf dieses Pulsieren. Oder denkt euch die ganze Bewegung als Atmung vom Zwerchfell aus. Und dann lasst es alles sein und macht eine Pause. Macht sie auf dem Rücken jetzt. Und beobachtet mal, auf welcher Seite ihr mehr Raum habt.
Der größte und wichtigste Puls in unserem Körper kommt vom Herz. Lass mal alles los, was damit nichts zu tun hat. Zum Beispiel kann der Unterkiefer bei den meisten wahrscheinlich ein kleines bisschen tiefer hängen. Schwerkraft zieht ihn Richtung Boden. Die untere Zahnreihe sinkt ein bisschen zurück. Die Zunge ist weit und entspannt und liegt so ein bisschen schlampig im Mund. Bei den Augen könnte es tatsächlich Unterschiede geben, dass ihr ein Auge gerade größer wahrnehmt als das andere. Lasst die einfach sein, die haben gerade nichts zu tun. Und dann kommt auf die andere Seite oder beziehungsweise legt euch nochmal auf den Bauch und legt den Kopf nochmal in die Richtung, die euch spontan einfällt. Nehmt beide Hände nach oben, damit ihr euch ein bisschen leichter abstützen könnt beim Kopfheben. Beide Beine nach unten jetzt, eine neutralere Ausgangsposition und fangt an, nochmal euren Kopf einmal auf die Seite zu legen, einmal auf die andere. Schaut, wo die Unterschiede sind, auch vom Becken aus. Und ihr könnt auch die Beine ein bisschen anziehen, wenn ihr es langsam macht. Nicht ganz hoch, aber Becken ein bisschen nach hinten kippen, Bein anziehen. Schauen, wie sich der Kopf dann ablegen kann, beziehungsweise wann der Kopf sich drehen will, wenn ihr die Beine bewegt. Da ist schon dieses Element von euer Körper macht es schon. Ist relativ deutlich zu spüren zwischen Becken- und Kopfbewegung. Und dann kommt auf der Seite, wo ihr die Hand vorher nicht gehoben habt, kommt auf eurer nicht spontanen Seite zur Ruhe. Überlegt euch, ob ihr die Hand nach unten nehmen wollt, die hintere oder den hinteren Arm nach hinten nehmen wollt. Schaut, ob ihr das Knie anziehen oder liegen lassen wollt. Und fangt noch einmal an, eure Hand zu heben und zu senken. Die Finger werden vom Handrücken aus bewegt.
Kommt nochmal in diese Idee von Pulsieren und von Weite, Weite und dann nehmt die Bewegung des Knies mit rein, dass der ganze Körper anfängt, sich zusammenzuziehen und loszulassen. Wenn ihr diesen Puls habt, werdet ihr merken, dass eigentlich jedes Körperteil ihm folgt. Das ist euer ausgestrecktes Bein, das ein kleines bisschen rotiert wahrscheinlich. Das ist euer Nacken, der auf die Bewegung der Hand reagiert. Dann lasst es alles sein und macht eine Pause auf dem Rücken. Falls es jemand kühl ist, könntet ihr kurz die Hand heben. Dann bringe ich euch tatsächlich Decken. Wie du willst. Okay, und dreht mal eure Arme ein bisschen, sodass die Handrücken zum Boden kommen, die Finger nach oben zeigen. Und nehmt hier wieder diese Bewegung mit den Fingerspitzen aus, dass die Fingerspitzen zusammenkommen. Und müsst die Hände gar nicht ganz gestreckt haben, aber wenn ihr die Fingerspitzen voneinander löst, wird die Schwerkraft euch helfen, dass die Finger sich ein klein wenig Richtung Boden entspannen? Immer wieder öffnen und schließen. Bisschen strecken die Finger, dass ihr so ein Gefühl von Öffnen habt. Das ist jetzt mehr Anemone oder sowas. Und koordiniert es nochmal mit eurem Atem. Alles andere, Kiefer, Zunge, Augen, Füße, nichts muss arbeiten.
Nehmt euren Atem, wie immer ihr ihn verteilt, wahr. Und dann fangt an, jedes Mal, wenn ihr die Fingerspitzen zusammenzieht, die Füße nach unten auszustrecken. Und wenn ihr die Finger öffnet, die Fersen von euch wegzuschieben. Das heißt, ihr nehmt die Füße in diesen Puls rein und geht nicht in eine völlige Streckung, wo euer ganzes Bein reagiert. Versucht wirklich auch in den Fußgelenken diesen leichten Puls zu finden. Das ist alles. Die Füße in die Bewegung mit einzubeziehen. Wenn du die Finger zusammenbringst, dann streckst du die Füße. Oder andersrum ist auch okay. Wenn du die Hände öffnest, Füße in die andere Richtung. Ohne Kraft in den Füßen. Es geht um Weite und einen Puls. Und ihr sucht nur nach einer sinnvollen Einheit zwischen der Bewegung der Füße und eurem Atem. Ihr könnt versuchen, ob ihr diesen Zusammenhang noch findet, wenn ihr die Bewegung der Füße viel schlampiger und kleiner macht. Und ohne die Hände oder den Atem zu stören, dreht die Bewegung der Füße mal um. Ganze Atemraum weit, auch der Gaumen, Luftröhre, Bronchien. Atmet genauso weiter, bewegt genauso weiter, nur dreht den Rhythmus einer Hand um. Eine Hand schließt, während die andere öffnet. Und die Füße bewegen sich immer noch synchron weiter. Und versucht nicht, es richtig zu machen, darum geht es nicht. Frage ist eher, ob ihr diese innere Ruhe behalten könnt. Ob ihr die innere Freiheit hättet, euren Atem jetzt anders zu koordinieren oder nicht. Dann lasst es alles sein und macht eine Pause.
Kommt zurück auf den Bauch. Beide Hände wieder vor der Stirn oder irgendwo rechts und links von euren Schläfen. Nehmt den Kopf in die Richtung, die für euch bequemer ist. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ein kleines bisschen das Becken rollen und das Knie anziehen. Kleines bisschen, wirklich eher ein winziges bisschen, weil ihr jetzt mit beiden Händen, einmal rechts, einmal links, beide Hände sind oben, diese Tintenfischbewegung machen möchtet. Ja? Einmal hebt sich die rechte Hand, Finger vom Boden ablegen, dann die linke Hand. Und fangt mal an, den Kopf zu drehen, sodass ihr immer zu der Hand seht, die sich hebt. Und ihr könnt auch hier wieder euer Becken rechts und links rollen lassen, Knie ein bisschen hochziehen. Wenn die Bewegung jetzt langsamer wird und ihr zwei Atemzüge braucht, ist es völlig okay. Könnt auch fünf nehmen. Nehmt das Knie mit rein, zieht es jetzt hoch, aber mit dem Gefühl, das ihr vorher hattet, von diesem okay. Lasst es sein und macht eine Pause. Könnt ihr auf dem Bauch machen, wenn ihr möchtet. Und spürt auch hier nochmal, egal wie ihr liegt, diesen inneren Rhythmus von Herz und Lunge. Wahrscheinlich ist auch eure Hand in eurer Vorstellung gerade klarer und präsenter als sonst, selbst wenn sie nichts tut. Und dann kommt nochmal auf den Bauch, auf eure Kopf in die Lieblingsrichtung gedreht. Ihr könnt ein Bein hochziehen, wenn ihr möchtet. Das ist eher so eine kleine Zwischenbewegung. Und zwar, wenn ihr jetzt wieder die Bewegung der Hand aufnehmt, setzt sie diesmal ein kleines bisschen weiter oben ab. Zieht die Handfläche am Boden nach unten Richtung Brust und bringt sie dann in einem Halbkreis wieder nach oben, dass ihr sie so ein bisschen über eurem Kopf, ein bisschen mit leicht nach oben gestrecktem Arm absetzt, dann wieder nach unten zieht. Das ist so eine Kraulbewegung. Das ist mal nur, bis ihr diese Bewegung habt.
Und dann spürt nochmal, wie diese Bewegung durch den ganzen Körper durchläuft, bis zu den Füßen. Wenn ihr wirklich an Kriechen, Krabbeln, Kraulen denkt, wann würdet ihr euer Bein strecken wollen? Wo wäre der Punkt, wo ihr den Kopf dreht, um die zweite Seite mit einzubeziehen? Geht noch nicht auf die andere Seite, aber nehmt nochmal dieses... Ganze Seite wird lang, ganze Seite wird kurz mit rein. Und dann lasst es sein und macht eine Pause. Kommt auf den Bauch und legt den Kopf auf die andere Seite. Und fangt da nochmal an, erst euren Atem zu spüren. Dann die Handbewegung irgendwo anzuschließen. Dann in eine sehr harmonische Kraulbewegung zu kommen, wo irgendwann mal die Belastung oder Bewegung oder Anstrengung über den ganzen Körper verteilt wird. Und wichtiger als jede Bewegung ist der Atem dabei. Und dann fangt langsam an, wirklich einmal rechts, einmal links euch diesem Gefühl von Kriechen noch mehr zu nähern. Und schaut, dass ihr eure Aufmerksamkeit auch so lenkt, dass sie überall ist. Dann lasst es alles sein. Kommt ein letztes Mal auf den Rücken. Beobachtet noch einmal, wie ihr euch fühlt.
Ihr hättet nichts davon, eine Bewegung richtig zu machen, wenn sich dabei eure Bronchien verengen. Die Beine und Zehen sich ganz toll bewegen, aber die Spannung im Nacken steigt, wird euer Nervensystem das nicht als positiv empfinden. Es wird einfach verworfen. Mache ich nicht. Dreht den Kopf ein kleines bisschen rechts und links. Lass ihn wieder liegen. Das ist eine ganz wesentliche Funktion für Menschen. Wenn die verbessert ist, wenn die Atmung verbessert ist, alles gut. Wenn ihr gleich aufsteht, versucht nochmal diese Weite in euren inneren Räumen zu halten.